Brauchst du vielleicht ein Beatmungsgerät? Nein, geht schon wieder. Ah. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass der Sportunterricht dafür gut ist, hätte ich härter trainiert. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Was? Du zitierst aus Star Wars? Ich glaube, das war ein Zitat aus Das Imperium schlägt zurück. Oh mein Gott! Ich liege im Bett mit einer schönen Frau, die Yoda zitieren kann. Ich liebe dich, Penny. Oh. Oh. Vielen Dank. Keine Ursache. Ich wollte das nur loswerden. Oh ja, na klar. Ich bin wirklich froh. Ja, gut. Ah. Froh sein ist ja gut. Hm. Nanu, also, es ist schon ganz schön spät. Wir sollten jetzt vielleicht schlafen. Ja. Okay, gute Nacht, Schätzchen. Gute Nacht. Hey, Lana, denkst du, Riesenameisen lassen sich züchten? Sheldon sagt unmöglich. Howard und ich meinen, sie wären auch fabelhafte Transportmittel und viel cooler als das Batmobil. Ihr vergesst das Quadrat-Kubik-Gesetz. Die Riesenameise würde von dem Gewicht ihres eigenen Außenskeletts erdrückt werden. Und damit das klar ist, die stimmige Rangfolge für coole Transportmittel ist Raketenrucksack, Hoverboard, Transporter, Batmobil und die Riesenameise zuletzt. Ist das euer Ernst? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als über die Einsatzmöglichkeiten von Riesenameisen zu diskutieren? Was ist mit ihm? Vielleicht ist er in einer sensiblen Phase seines Monatszyklus. Er hat seine Tage, oder was soll das heißen? Nicht im eigentlichen Sinne. Aber schon im 17. Jahrhundert beobachteten Wissenschaftler Schwankungen des männlichen Hormonspiegels in einem 33-Tage-Zyklus. Interessant. Das erklärt meine weinerliche Stimmung in der Monatsmitte. Du weißt genau, was ich meine. Okay, wie wär's mit Riesenhasen? Vergessen wir die Riesenameisen. Ob groß oder klein, ich mag diese Viester nicht. Hasen gucken immer so, als wollten sie was sagen, aber sie tun es nie. Das Atmungssystem der Hasen wäre in der Tat auch für Riesenwuchs geeignet. Und im Übrigen gehören sie zu den Säugetieren, bei denen das Skrotum vor dem Penis liegen kann. Vielleicht wollen Sie ja darüber sprechen. Lennart, wie stehst du zu Riesenhasen und der Positionierung ihres Skrotums? Das ist mir ja so egal. Wirklich? Sonst verteidigst du mit Vehemenz einen eher umstrittenen Standpunkt, wenn es um ungewöhnliche tierische Genitalien geht. Das interessiert mich so sehr wie ein Rattenarsch. Meinst du damit einen Riesenrattenarsch? Falls ihr es nicht wisst, Riesenratten wären möglich. Könnten wir bitte über was anderes reden? Vielleicht über was, das entfernt mit dem Leben zu tun hat, wie wir es auf diesem Planeten kennen? Na gut, wie wär's damit? Wieso ist Lennart zurzeit so ein Riesentrottel? Oh, sind Riesentrottel denn überhaupt möglich? Natürlich sind sie das. Lennart ist der Beweis. Vielleicht hatte er ja auch Streit mit Penny. Nein, das war kein Streit. Oh, aber irgendwas ist doch passiert. Ich möchte nicht darüber sprechen. Aber ich ahne, du wirst es doch tun und ich will es nicht hören. Entschuldige mich. Was hast du getan, Romeo? Hast du dich mit Ahornsirup übergossen und sie dann gefragt, ob sie Lust hätte, ein bisschen zu naschen? Dachtest du, es wäre lustig, in einem ihrer Höschen rumzuhüpfen, aber sie hat es vor Regeln nur so geschüttelt? Was? Nein! Ich frag ja nur. Kommt doch vor. Dir immer noch vor, heute Abend zu bullen? Oh ja. Ich habe mir sogar ein paar gemeine Sprüche dafür überlegt. Du bullst wie deine Mama. Es sei denn, sie bullt gut. In diesem Fall bullst du nicht annähernd so gut wie sie. Oh. Autsch. Das hätte also voll gesessen, meinst du nicht auch? Hast du ihr Haarentferner geschenkt? Nein. Hast du deine Haare entfernt? Nein.
Hast du dir beim Sex aus Versehen den eigenen Hintern versohlt und dabei laut Mami geschrien? Ich lasse euch beide jetzt allein. Das war kein Nein. Ja, wir kommen der Sache wohl näher. Hast du ein Allergiemittel genommen und bist eingeschlafen, während du sie verwöhnt hast? Dabei könntest du sterben. Oh, das wäre ein schöner Tod. Hi. Oh, hey. Gut, Penny, unbedingt daran denken. Bowling, heute Abend um 7. Ach ja, Bowling. Du musst nicht mitkommen, wenn du keine Lust hast. Doch, doch, das geht klar. Machen wir uns nichts vor. Ohne mich würdet ihr schließlich kein Land sehen. Wie recht du hast. In diesem speziellen Fall gereicht uns dein Mangel an Fraulichkeit zu unserem Vorteil. Ja. Es ist immer wieder nett, mit dir zu plaudern, Sheldon. Sarkasmus? Leicht unterdrückte Verachtung. Nicht vergessen, um 19 Uhr. Ich weiß. Pazifische Sommerzeit. Du kannst mich mal. Heb dir deine derben Sprüche für die Bowlingbahn auf. Ich dachte, das sind deine eigenen Bowlingschuhe. Das sind meine eigenen Bowlingschuhe. Wieso desinfizierst du sie dann? Ich weiß, wo meine Füße waren. Hey, Penny! Hallo, Jungs. Albino Bob kann heute nicht, darum habe ich einen Ersatzmann mitgebracht. Ich glaube, ein paar von euch kennen bereits Will Wheaton. Hi, Sheldon, wie geht's dir? Hallo, hallo, hallo. Wenn das nicht Will Wheaton ist. Der grüne Kobold für meinen Spider-Man. Papst Urban der Achte für meinen Galileo. Der Internet-Explorer für meinen Firefox. Du bist doch nicht etwa noch beleidigt, weil ich dich beim Kartenspielen geschlagen habe, oder? Ich bin der stolze Besitzer von willwheatonstinks.com, .net und .org. Was schließt du daraus? Daraus schließe ich, dass ich mietfrei wohne, und zwar genau da. Können wir anfangen zu bowlen? Oh, ich bin soweit. Ich weiß nicht, ob Stuart dir gesagt hat, gegen wen du heute Abend antrittst, aber vor dir steht der Co-Kapitän des Meisterschaftsteams der osttexanischen christlichen Jugend in der Pfingstbewegungs-Bowling-Liga. Altersklasse 7 bis 12. Penny bowlt auch ganz gut. Gut, dann geht's los. Märscher Will Wheaton. Es hat nie aufgehört. Ja! Ein gewöhnlicher Spare. Eine billige Notlösung im Bowling-Wettbewerb. Bevor du dich mit deiner bescheidenen Leistung auf Twitter brüstest, sieh dir an, wie man es richtig macht. Ich bin eins mit der Kugel. Meine Gedanken sind ihre Gedanken. Ihre Löcher sind meine Löcher. Ja! Twitter das doch mal, Tweety. Also, ich bin übrigens ein großer Fan. Oh, danke. Ja, diese Star Trek-Fragen kommen dir sicher schon zu den Ohren raus, aber hast du mal Whoopi Goldberg flachgelegt? Ach, dir. Dieses magische Elixier macht aus den armen, schüchternen Jungen aus Indien einen Partylöwen. Oh yeah. Und Chili-Fritten? Ja, ich liebe Chili-Fritten. Wirklich? Du liebst sie? Ja, wieso? Einfach nur so. Schön, dass es dir nicht schwerfällt zu sagen, dass du etwas liebst. Willst du ausgerechnet jetzt damit anfangen? Anfangen? Womit denn? Wieso solltest du Chili-Fritten auch nicht lieben? Sie sind schon so lange Teil deines Lebens. Sie machen dich glücklich. Sie verdienen es, das zu erfahren. Ja, ich verstehe, aber du hast mich gestern Abend einfach überrumpelt. Was hätte ich denn sagen sollen? Na, jetzt hattest du ja genug Zeit zum Nachdenken. Ist dir was eingefallen? Ich bin mir nicht sicher. Wie kannst du dir nicht sicher sein? Hier ist wohl kaum der richtige Ort für dieses Gespräch. Nein, der richtige Ort für dieses Gespräch war im Bett, nachdem ich gesagt hatte, ich liebe dich. Und du, danke, gute Nacht. Lennart, setz mich nicht unter Druck. Was, das mache ich doch überhaupt nicht. Doch, allerdings, ich entscheide allein, wann ich bereit bin zu sagen, ich liebe dich. Das vorzeitige Ich liebe dich. Vorzeitig kann ich ziemlich gut, zählt das auch?
Penny? 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 Was? Das ist für dich. Eiscreme? Ich habe mich mit den emotionalen Krisen der Frau vertraut gemacht unter Zuhilfenahme des Comics Kathy. Wenn sie verärgert ist, sagt sie ach und isst Eiscreme. Ach. Na komm. Wenn du eine Katze wärst, käme ich mit einer Lasagne. Hat Lennart dich rübergeschickt? Nein, wir haben kein Wort gewechselt, seit du gestern Abend plötzlich verschwunden bist und wir gegen Stuart und den regelwidrig aufgestellten Will Wheaton aufgeben mussten. Ja, ich entschuldige mich dafür. Ich gebe auch offen zu, dass ich mich in den Schlaf geweint habe. Wie gesagt, es tut mir leid. Und glaube mir, es war nicht leicht einzuschlafen, während Leonard nebenan Songs von Alanis Morissette mitgesungen hat. Das ist ein Scherz, oder? Nein, eindeutig noch eine Frau, die dringend ein Eis braucht. Und warum sollte mich das jetzt irgendwie trösten? Weil ich dir jetzt erzähle, dass ich für heute Abend ein Rückspiel gegen Stuarts Team arrangiert habe. Oh, Schätzchen, ich weiß nicht, es läuft gerade nicht so gut zwischen Leonard und mir. Soll ich ihn aus dem Team werfen? Ich bin der Kapitän, ich darf das. Nein, nein, schon gut. Ich werde mit ihm reden und sag dir dann Bescheid. Und wann redest du mit ihm? Keine Ahnung. Er wäscht gerade Wäsche, rede jetzt mit ihm. Du lässt mich nicht in Ruhe, bis ich es getan habe. Hm? Oh, ich glaube, wir kennen beide die Antwort auf diese Frage. Wir sollten uns mal unterhalten. Was? Nein, ist schon gut. Das ist doch nicht nötig. Ja, ich meine, worüber auch. Alles ist in Ordnung. Wirklich? Dann warst du also nicht sauer, weil ich was Nettes zu einem Teller mit Chili-Fritten sagte? Vielleicht habe ich ja überreagiert. Wir sind emotional eben nicht auf dem gleichen Stand. Was soll's? Und möglicherweise bin ich dir etwas voraus und es ist auch gut so. Ja, das kommt sogar hin, denn wenn wir ehrlich sind, führe ich diese Beziehung schon 2 Jahre länger als du. Lena, du müsstest doch eigentlich wissen, wie viel du mir bedeutest. Ich habe das L-Wort bisher einfach immer zu früh gesagt. Und das ist mir nicht gut bekommen. Wirklich? Das ist mir noch nie passiert. Bitte entschuldige. Aber dann weißt du jetzt, was ich meine. Allerdings. Dann ist alles gut? Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Alles ist gut. Es könnte nicht besser sein. Sehr gut. Differenzen beseitigt, Problem gelöst. Gehen wir zum Bowling. Hier steht einiges auf dem Spiel, sonst hätte ich nicht gelauscht. Aufgepasst, Mitbowler. Ich habe mir die Freiheit genommen, diese hier für unser Rückspiel anfertigen zu lassen. Die Wesley Crushers? Nein, nicht die Wesley Crushers, die Wesley Crushers. Verstehe ich nicht. Wesley Crusher war Will Wheatons Rolle in Star Trek. Verstehe ich trotzdem nicht. Das ist ein Genitivus Objectivus. Indem wir seinem Rollennamen ein S hinzufügen, implizieren wir, dass wir die Crusher von Wesley sind. Also die, die ihn platt machen. Das tut mir jetzt leid, Schätzchen, aber die Wesley Crushers hört sich so an, als wären wir der Fanclub von Wesley Crusher. Aber nein, wie gesagt, das heißt nicht die Wesley Crushers, sondern die Wesley Crushers. Nein, wenn du damit sagen willst, dass du Wesley platt machen willst, dann wären es die Wesley Crushers. Hört ihr eigentlich, was ihr da von euch gibt? Es heißt nicht die Wesley Crushers, es heißt nicht die Wesley Crushers, es heißt die Wesley Crushers. Sieh mal da, sie haben ihr Team nach mir benannt. Nein, es heißt nicht... Vergesst es. Was die Wette und die Einsätze betrifft, sind wir uns doch einig, oder? Oh ja, die Verlierer werden öffentlich gedemütigt in einer Art und Weise, die die Sieger bestimmen werden. Ich habe übrigens vor, dich eine wissenschaftliche Abhandlung über die in Verruf geratenen Hypothesen von Belakowski veröffentlichen zu lassen. Autsch, das ist hart. Hey Sheldon. Ich möchte nur, dass du weißt, wie sehr ich mich darauf freue, den Boden mit dir zu wischen. Ach ja? Bevor ich dir darauf antworte, lass mich dir eine Frage stellen. Kann deine Mutter gut oder schlecht bowlen? Nach dir. Nein, du fängst an, weil wir dich gleich crushen werden, Wesley. Es ist Tradition, dass der Spieler auf der rechten Bowlingbahn anfängt. Na gut.
Es ist Tradition, keine Regel. Ich verabscheue dich so sehr. So ist es gut, Sheldon. Komm auf die dunkle Seite. Das ist ja noch nicht mal aus deiner Serie. Ich möchte dir nur versichern, dass ich, auch wenn wir gegnerischen Lagern angehören, ehrlich nichts gegen dich habe. Ach, danke, Stuart. Gut zu wissen. Menschen aus gegnerischen Lagern haben oft gute Beziehungen, so wie Romeo und Julia, Tony und Maria aus der West Side Story. Dieser Typ und die große blaue Tussi aus Avatar. Ich werde jetzt mal bowlen. Sei die Kugel, Howard. Du kannst mich mal. Du warst nicht die Kugel. Hey, danke. Ist lustig, oder? Ja. Und es tut gut, dass wir uns körperlich betätigen. Du kreist nicht um dich selbst. Wer zu viel nachdenkt, der grübelt und überanalysiert, wird besessen und quält sich. Heute Abend lassen wir das sein. Wir werfen bloß eine Kugel nach den Pins. Ganz genau. Und eines Tages, wer weiß wann, liebst du mich vielleicht auch. Oh, hier dran. Sheldon, 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 Sheldon. Entschuldigt bitte. Ich weiß nicht, wen ihr hier gerade anfeuert, denn ich bin jetzt die Kugel. Die Kugel! Danke, Jesus! Wie meine Mutter sagen würde. Schön, dass du dich mit deinem Freund wieder verträgst. Finde ich auch. Es ist immer hart, wenn die L-Bombe platzt und du nicht bereit dafür bist. Wem sagst du das? Ich hatte mal eine Freundin und ich sagte ihr, ich würde sie lieben, aber sie war sich noch nicht sicher. Sie hat mich fast 2 Jahre hingehalten. Das war brutal. Oh, tut mir leid. Danke. Ich wünschte, sie hätte sofort mit mir Schluss gemacht, mich aus meinem Elend befreit. Wirklich? Das wäre gnädiger gewesen. Du bist dran. Ich muss spielen. Hast du Will Wheaton in deine Gedanken gelassen? Was redest du für einen Blödsinn? Er ist das Böse. Er spielt böse Psychospielchen. Hat er gesagt, seine Omi sei gestorben? Nein. Sollte er es noch tun, glaub ihm nicht. Er spielt sogar die tote Omi-Karte aus. Ja! Genieße die Lobpreisungen jetzt, Will Wheaton. Denn so wie deine Zeit in Star Trek Next Generation, wird auch deine eitle Selbstzufriedenheit nur von kurzer Dauer sein. Henny, du bist dran. Also bitte vergiss nicht, seine Omi lebt und du wirst zur Kugel. Ja, verstanden. Wir brauchen jetzt dringend einen Strike. Ich weiß. Also lass dir Zeit und konzentrier dich. Lennart, setz mich nicht unter Druck. Das mache ich doch gar nicht. Doch, allerdings, hör damit auf. Ist ja gut, tut mir leid, ich halte den Mund. Du sollst doch nicht den Mund halten. Gut. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Nein, das ist nicht fair dir gegenüber, entschuldige. Warte! Wo willst du hin? Penny, komm zurück! Ich besorg dir auch Eis! Nein, lass sie gehen. Hast du sie noch alle? Wenn sie geht, ist es vorbei. Ich glaube, damit hast du sogar recht. Pech gehabt, Sheldon. Das warst du doch, oder? Glaubst du wirklich, ich würde ein Paar auseinanderbringen, nur wegen eines Bowlingspiels? Nein, selbst du würdest das nicht. Gut, dann träum weiter. Ja, ich sag's dir doch, die Match-Comtussis sind viel lockerer als die auf E-Harmony. Oh, weißt du, ich ruf dich zurück. Ich hab eine Wette gewonnen und jetzt hol ich mir den Gewinn ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich machtvoll.